Ja. CDU und Piraten, meinen Sie? Ja. Das ist eine gute Sache. Ist das ein mehrheitsfähig? Hören Sie mal, die FDP hat 3%. Mhm. Bei der nächsten Wahl hat sie gar nichts mehr. Die schwätzen doch allen nur herum. Messerwille will ich nicht beurteilen. Wir hätten auch keinen anderen Außenminister gehabt. Aber was will die CDU machen? Wie FDP? Die und die. Ach so, viele wollen eine große Partei. Ach, nee. Ich würde Piraten. CDU und Piraten. Ich werde geehrt. Nach 30 Jahren wird man ewig geehrt, wenn man so lange in der Partei ist. Aber ich denke mir, sie sollten mit der CDU gehen. Angela Merkel ist eine super Frau. Das mit dem Geld schätzen, das weiß ich auch nicht so genau, ob man das so gut findet. Wissen Sie denn, dass der Herr Nerz aus der CDU kommt? Nein, das weiß ich nicht, das ist interessant. Aber er ist sehr gut aussehend und er hat alles zurückgenommen, was er gesagt hat. Mhm. Ja, was hat er gesagt? Er hat irgendwas. Ja, was hat er eigentlich gesagt? Ich müsste mal meinen Sohn fragen, der hat Internet. Irgendwas hat er kritisiert, naja, und es war vielleicht zu viel. Sie müssen es doch wissen. Ach, Sie wissen es doch auch. Ja, aber was wollen wir mit dem Geld machen? Griechenland nicht zu helfen? Ich meine, irgendwie, wissen Sie was, die Griechen sind ja, also so sind die kompetent. Die leben über ihre Verhältnisse, streiken überall. Wenn die Urlauber hinkommen, wissen Sie was, ist keiner da. Die Hotels streiken, die alles streikt. Also sie können da sowieso schon mal keinen Urlaub machen. Gut, jetzt ist Italien, Italien, Spanien, Portugal. Ja, wo soll Deutschland eigentlich die ganze Welt retten? Was halten Sie persönlich eigentlich von dieser Geldabmachung, dass wir allen helfen mit dem Rettungsschirm? Naja, es ist natürlich schon so, dass es halt irgendwie ziemlich ärgerlich ist, dass die gerade Griechenland auch Länder wie Rumänien so halt sehr stark, also sehr stark unter ihrer Korruption leiden. Ja, ja. Aber es ist andererseits halt auch nicht so, dass wir irgendwie einfach willkürlich Geld irgendwo hinwerfen und die retten oder so, sondern es ist ja so, dass wir auch direkt vorher auch von dem profitiert haben. Und jetzt halt ein europäischer Binnenraum. Wir haben von den Griechen profitiert. Naja, durch Export eben. Wir haben halt hier Produkte hergestellt. Angeblich müssen wir noch aus der Nazi-Zeit was bezahlen, haben sie neulich behauptet. Ich weiß zwar nicht was, vielleicht irgendwelche Gemälde oder irgendwelche wertvolle Sachen. Aber die Griechen, 15.000 Griechen haben 20 oder 30 Jahre länger für tote Renten einkassiert. Mhm. Das wissen Sie. Mhm. Ja, natürlich müssen Sie das wissen, wenn Sie eine Karriere machen wollen. Was glauben Sie denn, was die Piratenpartei in Berlin jetzt machen kann? Also ich halte übrigens nur mal am Rande viel, viel von Wolfgang Schäuble. Da habe ich auch damals für den Schäuble und seiner Frau und dem Bundeskanzler geschrieben. Also wissen Sie, jetzt nochmal zum Papst, ich Ihnen sage, was Sie machen sollten. Also, der Papst war im Bundestag und dieser miese Ströbele, also wissen Sie was, der gehört doch, das will ich Ihnen gar nicht sagen, was der gehört, aber der gehört nicht in diese Welt. Geht der einfach raus, ja? Und er hat die RAF-Terroristen, die hat er ja verteidigt, der ist ja Anwalt. Ne? Was hat er jetzt erzählt? Die welche sind nicht so wie die RAF? Ach, die Brandstifter in Berlin. Oh. Die finde ich nicht was, die Brandstifter. Da an der Bahn. Ja, die sind ja auch ganz anders, oder? Da behaupten sie doch, die kämen von den Linken. Das glaube ich im Leben nicht. Die werden links orientiert. Mhm. Und irgendjemand, naja,
ich höre Nachrichten, behauptet, dass die den RAF-Terroristen von damals ähneln und so könnte es wieder kommen. Und Ströbele hat gesagt, das wäre so nicht. Der weiß sowieso immer alles. Mhm. Und ja, sie werden doch vielleicht die Linkspartei aus allen Ämtern fegen. Sollen wir dann gleichzeitig die FDP und die Linkspartei rausfegen? Ja. Aha. Ja, aber die... Ja, sollen wir eine Mischung werden aus den beiden? Na, das wäre vielleicht nicht das Gehen. Antworte ich darauf nicht, denn ewig sind überall die Adressen und das... Also Datenschutz ist schon sehr wichtig. Ja, das ist das Wichtigste. Mhm. Ich meine, ich werde nicht angerufen. Und wenn ich angerufen werde, hier Callcenter und wollen einen Vertrag unterjubeln, wie sie gestern im ZDF hatten. Da ist eine Demenzkranke, die hat eine 83-Jährige, die ihr hilft, ja? Und die als Betreuerin, eine Betreute, die ein vom Gericht betreut wird, kann gar keine, kann von ihrem Konto darf gar nichts abgebucht werden, weil eine Betreute ist wie früher unmündig. Die ist einfach unmündig. Mhm. Und da kann man kein Geld vom Konto holen. Das scheinen die beim ZDF auch nicht zu wissen. Also so und dann wird das auch mehrmals wiederholt. Ja, eine ist. Die Piratenpartei soll in Berlin mal den Banken auf die Finger gucken. Den Banken? Sollen wir in die Regierung gehen oder in die Opposition? In die Regierung. In die Regierung? Ja. Mit wem? CDU. Mit der CDU? Es ist klar, dass ich für die CDU bin. Ich bin auch für die CDU. Ich Aber da fehlt ja noch einer. Zu zweit geht das ja nicht in Berlin. Wie? Nein, sie sollen ja nicht in der Stadt in die... Ach, sie wollen in der Stadt in die Regierung gehen, mit Wurmreit. Na, das frage ich Sie jetzt. Nur bis Sie... Jetzt verhandelt er ja mit der CDU, weil die Grünen nicht so wollen. Die wollen diese Straße. Die Autobahn. Ja, eine Autobahn. Ja, eine Autobahn. Die Autobahn will die CDU mitmachen. Na, da weiß man ja auch immer nicht so genau. Die wollen ja auch ein paar Pöstchen haben. Ne? Das hatten wir nicht damals den Landowski. War der nicht auch in der CDU? Landowski und Diepgen, ja. Diepgen fand ich mal sympathisch, aber was weiß ich. Also, Sie wollen... Ich dachte, Sie wollten in die Bundespartei gehen. Na, ich bin jetzt in Berlin im Landtag erstmal. Na, und mit wem sind Sie da zusammen? Erstmal? Erstmal sind wir da ganz alleine, auf uns gestellt. Ja, Sie jetzt sind, können wir mit haben anderen ja Parteien kooperieren. Genau. Naja, da ist die Mehrheit, die SPD. Da müssen Sie erstmal sich an die SPD ranschlängeln und gucken, was die für ein Programm haben. Mhm. Das Programm in Berlin kenne ich nicht so gut, bis auf diese Autobahn, aber ich habe nichts gegen den Wobereit und der kann ja auch nichts dazu. Also ich denke, mit der Bahn, das waren so ein paar Chaoten. Also machen wir doch erstmal noch Opposition jetzt. Opposition gegen SPD. Ja. Mit der CDU zusammen. Nee, mit den Grünen. Mit den Grünen. Mit den Linken. Naja, wissen Sie was? Die kriegen immer mehr Stimmen. Und dann können Sie die Grünen, die Linken.